Nee, hier war alles leer, beziehungsweise alles weg. Und da im Keller, da hatten wir das Hackebeil gefunden. Das bräuchten wir noch. Aber wie wollen wir das entfernen? Das wird nichts. Rührt sich nicht. Das wird, glaube ich, nichts. Wir können aber mit dem Korkenzieher auch nicht. Was ich ständig mit meinem Korkenzieher habe eigentlich. Kann man hier irgendwie... Vielseitig verwendbar. Ich kannte mal einen Mann, der damit Zähne zog. Das ist nicht viel. Der alte Kauz sollte sich mehr anstrengen. Die klimpern wie Geld. Das Einzige, was ich von meinen Eltern noch habe. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, es zurückzubekommen. Ich bin jetzt hier natürlich am Ein Rätseln. Pub namens Salted Cheek. Sehr hilfreich, alter Knabe. So, was könnten wir hiermit noch machen? Wir können ja aber auch nichts kombinieren, wie es aussieht. Nee. Nee, schade. Wir können ja auch gar nichts machen. Wir, das braucht er doch, oder, Ich Kuss? glaube eher, das war eine Kuh und kein Pferdekadaver. Ja, aber Ich bin du. so hungrig, dass ich meine Stiefel essen würde, aber ich zerreiße sie nicht mit den Zähnen. Meine Stiefel essen würde, aber ich zerreiße sie nicht mit den Zähnen. Ich kann es nicht einfach abreißen, aber ich habe irgendwo hier drin ein Hackmesser gesehen. Was ist da drauf? Knoblauch oder was? Wie kriegen wir das Hackebeil da raus? Da müssen wir wohl wieder zurück. Ja, hier haben wir im Prinzip nichts, was ich denken könnte, was von Nutzen sein kann. Wir sollten hier wieder raus. Nur eine Warnung von einem Schurken zum anderen. Dann gehen wir mal zur Straße und wir könnten ja mal Man bei. muss wissen, wie man mit Mädchen umgeht. Ich lasse sie weich werden und bald frisst sie mir aus der Hand. Okay, da Man muss geht er wissen, wie jetzt man mit nicht Mädchen hin. umgeht. Ich lasse sie weich werden und bald frisst sie mir aus der Hand. Okay, vielleicht sollten wir doch zum Friedhof. Das ist ja jetzt der einzige Ort, wo wir hin können auch. Wir können ja nirgendwo Ich hin. brauche eine Menge Mut, um den Totengräber mitten in der Nacht zu wecken und ihn zu überreden, mich auf den Friedhof zu lassen. Ja, komm schon, Leute, doch noch mal. Das muss doch irgendwie gehen. So kann das nicht weitergehen. Ich muss was tun. Ja, aber was? Ach so, jetzt nimmt er die Glocke an sich. Nagel in der Mauer, den können wir Ich auch lasse ihn, wo gebrauchen. er ist, sonst verliere ich ihn noch. Das erinnert mich daran, dass ich die Glocke wieder an die Wand hängen muss. Ich lasse ihn, wo er ist, sonst verliere ich ihn noch. Aber was können wir jetzt mit der Glocke? Können wir das Ding irgendwie? Friedhofsglocke. Jetzt ist klar, warum sie nicht läutet. Sie hat keinen Klöppel. Sie hat keinen Klöppel. Ja, was können wir jetzt mit der Glocke machen? Können wir die hier gebrauchen für etwas? Geh noch mal zu der Gaslampe. Vielleicht kann man die Glocke irgendwie da drüber. Gasventil. Sie hat keinen Klöppel. Ich glaube, einer reicht. Was jetzt? Fast wie angegossen. Ob es jetzt funktioniert? Ach so, wir haben im Prinzip in die Glocke jetzt einen Messingknopf getan. Und jetzt können wir die Glocke ja wieder aufhängen. Ah, ich verstehe. Und jetzt müsste sie ja wieder läuten. So, Auch dann. nicht besser. Da wird jemand wirklich sauer werden.
So, wir läuten mal. Lucht, wer stört mich jetzt schon wieder? Ich komm ja! So, komm mal her, Friedhofswärter. Sei uns nicht böse, aber wir müssen unbedingt unseren Freund wiederfinden. Verdammt, warum läutet sie? Warum sollte sie nicht läuten? Scheint mir ganz normal. Das kann nicht normal sein, weil ich das verdammte Ding rausgerissen habe. Toten wollen ihre Ruhe haben. Ich leugne es nicht. Ich wollte zu Ihnen. Mann, es ist Mitternacht. Komm morgen wieder. Es wäre besser, wenn wir es sofort besprechen könnten. Verdammt, wenn Baker dich geschickt hat, zieh ich dir eins mit der Schaufel rüber. Ich habe ihm deutlich gesagt, er bekommt es bis zum Ende der Woche. Ich kenne keinen Baker. Lassen Sie mich jetzt rein. Bleib, wo du bist und sag mir, was du willst. Dann sehen wir weiter. Ja, überprüfen, ob wir das heute Chicken versuchen, ihm Angst zu machen. Gütliche Einigung versuchen. Nach Brian fragen. Machen wir das mal als erstes. Ich suche einen Freund. Sein Name ist Brian. Bestimmt kennen Sie ihn. Ein wie? Hier liegen viele. Das wird schwierig. Dieser lebt noch. War er heute Abend hier? Oder hat er mir eine Nachricht hinterlassen? Sehe ich aus wie ein Botenjunge, oder was? Nicht ganz. Wir waren heute Abend hier verabredet, aber der Plan schlug fehl. Hast dir nachts nichts zu suchen? Und auch sonst niemand? Mein Hund ist nicht an Fremde gewöhnt. Ich kann ihn nur nachts rauslassen. Ja, habe ich bemerkt. Ich bin wohl zu spät gekommen. Aber nur um sicher zu gehen. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gefüttert. Er geht direkt an die Gurgel. Wie bei der Jagd, kapiert? Wenn du also über die Mauer klettern und nach diesem Brian suchen willst, könnte sich das als sehr schlechte Idee erweisen. Danke für den Rat. Aber wundern Sie sich nicht, wenn er dann eingeht. Das wird nicht geschehen. Es gibt jede Menge Idioten, die hier irgendwie reinzukommen versuchen. Wahnsinniger. Wahrscheinlich hat er dasselbe mit Brian versucht. Aber der ist nicht so schnell abgehauen. Verdammt. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, überprüfen wir mal, ob er das Salted Cheek kennt. Kennen Sie das Salted Cheek? Da komme ich gerade her. Ich kann Ihnen sagen, so ein übles Bier habe ich noch nie getrunken. Das Salted Cheek? Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. Moment, so schlecht war das Bier auch wieder nicht. Ist mir egal, hat mich nur gerade an eine Uhr erinnert. Eine sehr teure Uhr. Ich verstehe nicht. Was ist damit? Ist der Kerl noch da, der an der Tür sitzt und jeden einlädt, mit ihm zu würfeln? Ja, der ist noch da. Pass bloß auf bei dem. Er hat mich komplett ausgenommen. Geld, Schmuck, einfach alles. So ein Mistkerl. Aber am meisten reut mich die silberne Uhr. Eine Erinnerung an bessere Zeiten, stimmt's? Oh nein, das ist nicht meine. Und ich bekomme Riesenärger, wenn herauskommt, dass ich sie verloren habe. Aber warum erzähle ich dir das? Das geht dich gar nicht an. Sag mir lieber, was du willst. Deine Sorgen hätte ich gerne, der Knacker. Tja, dann versuchen wir mal eine gütliche Einigung. Ich muss mich drinnen umsehen. Könnten Sie das einrichten? Hast du Witze? Wie kommst du darauf, dass ich das zulasse? Ganz einfach. Sie halten den Reißzahn zurück, lassen mich rein und ich zahle Ihnen, was Sie verlangen. Was ich verlange, sagst du? Naja, das wäre nicht schlecht. Großartig. Also abgemacht. Moment mal, Junge. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Ich trage dabei das ganze Risiko. Das rechne ich mit ein. Also, wie viel? 10 Pfund. Was? Sie müssen verrückt sein. Wie du meinst, aber das ist mein Preis. Wenn er dir nicht gefällt, haben wir nichts mehr zu besprechen. Fiesling. So viel habe ich nicht dabei. Es muss eine andere Möglichkeit geben als mit Geld. Mit der Uhr? Aber versuchen wir mal zuerst, ihm Angst zu machen. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Wenn ich nicht reinkomme, könnte jemandem etwas zustoßen. Wahrscheinlich habe ich mich auch nicht klar ausgedrückt. Wenn du über die Mauer kletterst, wird auf jeden Fall jemandem etwas zustoßen. Nämlich dir. Seien Sie nicht albern. Wollen Sie hier drin Blut vergießen? Ich nicht. Aber versuch mal, das meinem Hund zu erklären. Nichts macht ihm Angst, solange er den Hund dabei hat. Den Namen des Hundes herausfinden. Was für ein schönes Tier. Was sagten Sie, wie er heißt? Davon habe ich gar nichts gesagt. Wissen Sie, ich habe auch einen Hund. Kümmere dich um deinen eigenen Kram und lass meinen Hund in Ruhe. Wolltest du noch was? Oder wie? Das wird schwierig. Er vertraut mir kein Stück. Aber wir könnten die Reparatur der Glocke zugeben. Keine Sorge wegen der Glocke. Funktioniert wie neu. Na und? Du kommst trotzdem nicht rein. So naiv bin ich nicht. Aber ich frage mich, warum Sie den Klöppel geklaut haben. Das werde ich dir nicht sagen. Ich habe gehört, hier war heute eine Beisetzung.
Die eines Adligen. Matt Wood. Die muss viele Leute hergelockt haben. Porter, Gaffer. Ja, stimmt. Und? Die haben die Glocke fast abgerissen. Dem habe ich einfach ein Ende gesetzt. Hol sie alle der Teufel. Das wird nachlassen. In einigen Tagen erinnert sich keiner mehr an Matt William. Und wir haben hier wieder unsere Ruhe. Hat er keinen anderen Namen außer diesem? Oh doch. Die Leute nannten ihn auch die Weiße Bestie. Aber das stand unter Strafe. Wegen Beleidigung und so. Er war ziemlich verrückt, oder? Ich sag dir was. Ich habe ihn direkt vor der Nase. Daher bin ich alles andere als ruhig. Lebendig und weit weg von hier war er mir lieber. Das glaube ich gern. Es überrascht mich nicht, dass Sie Angst vor ihm haben. Du redest Unsinn. Ich frage mich, warum Sie überhaupt mit mir reden. Ich dachte, Sie schicken mich sofort weg, aber das haben Sie nicht. Sie stehen hier und erzählen mir Klatsch. Sie haben sogar den Hund rausgelassen, um besser zu schlafen. Sie haben ganz einfach Angst vor einem toten Mann in einem Sarg. Das muss ich mir nicht anhören. Und das werde ich auch nicht. Das nenne ich Glück. Der Totengräber ist ein alter Dummkopf und ich muss auf seinen Friedhof.